Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles. Mein Name ist DrKZ und letzte Folge, da haben wir ein bisschen, was war das mit dem Turbo Blaster, haben wir eine Runde, wie nennt man das Ding da, gemacht? Ma, jetzt wüsste mir nicht einfallen. Turmkommando, richtig, ja. Und heute macht man Runde Herrschaft im Lauflos-Nepo und Makrelenbrücke. Und ja, ich habe mir mal für ein Ense 85? Fragezeichen entschieden. Ich glaube, es ist 85. Nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall der Orangene. Also, ja. Ist ziemlich eindeutig da. Ich glaube, da kann man sehr gut sehen, da. Ganz rechts. Und ja, wird schon laufen. Wird schon laufen. Außerdem habe ich bei meinem Set einen Haufen Defensive dabei. Wie ihr sehen könnt, dreimal. Und ja, wird dementsprechend einen zusätzlichen Hit von Gegnern tanken können. Was in dem Fall aber auch nichts bringt. Der hat mich dreimal getroffen, weil sonst kann ich den nicht töten. Wow, der hat mich dreimal getroffen. Kleines Wunder. Aber gut. Kollegen sind gut. Weil sonst hätten wir dadurch jetzt nicht die Herrschaft gekriegt. Also damit. Wow, spinnt der eigentlich? Okay, wir haben die Herrschaft wieder. Ah. Oh. Eben killt. Er mich auch. Aber wurscht. Der hat auch 4 Treffer benötigt. Das ist nämlich sehr ärgerlich, wenn einer sehr viel Defensive hat. Das weiß ich ganz genau. Ich spreche aus Erfahrung. Oh. Wieder gegnerisch. Oh, puh. Ah, warum wollte ich gerade mein Ultimate aktivieren? Das geht nicht. Oh, Kollege Rambov. Aber wenn wir nicht gleich die Herrschaft einnehmen, dann verlieren wir den Kampf. Das gefällt mir nicht. Oh, oh. Ah, ums Eize. Ich will nicht sterben. Ah. Ich wollte nur weg. Ah, verdammt. Okay. Ich muss noch besser killen lernen. Ah, das hätte mir einspielen müssen mit ihrer Waffe. Ja, hilft ja nichts. Ja, ich habe ihn zwar killed, aber das bringt mir nichts mehr. Verdammt, erst. Ah, blöd. Ja, mal, Kampf Nummer 1 haben wir mal verloren. Aber das ist ja nicht tragisch. Weil, ja, heute werden wir noch ein paar Kämpfe machen. 2-4 ist auch nicht gut. Ich gebe es einmal so zu. Und wir sind wieder auf 82 Punkte. Okay, kommt mir irgendwoher bekannt vor. Aber. Ja, was soll's. Verdammten 82. Naja, hilft nix, ich werde so weitermachen. Schauen wir mal, was passiert und wünscht mir Glück. Okay, und damit sind wir auch schon wieder bei der Makrelenbrücke zurück. Okay, das war jetzt nicht die Map, auf die ich gehofft habe. Ist übrigens Kampf Nummer 2, ganz nebenbei, aber hey, was soll's. Und ja, ich habe eigentlich auf die andere Map gehofft, weil, ja, ich möchte ein bisschen flanken. Ich weiß aber nicht, wo man in der Makrelenbrücke gut flanken kann. Das ist das Problem. Wahrscheinlich da rechts, hä? Okay, na, passt.
Dammit. Oh yeah, Flanken. Okay. Wow. Spinnst du eigentlich? Ah, er hat mir da killt. Aber wurscht. Mehr haben die Herrschaft. Wir führen. Das passt. Ich bin zufrieden. Team, das ist gut. So weitermachen. Das ist auch gut platziert. Sehr geil. Das färbt nebenbei ein bisschen was ein. Das passt genau. Oh, zu aggressiv. Aber hat sich rausgegangen. Herrschaft. Sweet. Safety in der Mitte. Gutes Team. Wow. Ich bin erstaunt. Und ich weiß jetzt, wo ich flanken kann. Hahaha. Okay. Einfach da irgendwo auf der Seite herum lurken und dann war's das schon. 6-1. Ja, das ist ein Kampf. Der passt genau. Ha, okay. Ja, hätte ich das gleich gewusst, schon beim ersten Kampf, dann hätte ich das gleich gemacht. Gut, ganz am Anfang ist es ein bisschen schief gegangen. Beim ersten Kampf. Aber wurscht, wurscht, wurscht. Jetzt machen wir so weiter, weil jetzt weiß ich, wie Makrelenbrücke funktioniert. Schauen wir noch bei der anderen Map vorbei, oder? Oh, Makrelenbrücke. Ihr kauft, es kommt die andere Map. Kampf Nummer 3 übrigens. Jetzt dreimal hintereinander Makrelenbrücke. Ja, passiert, passiert. Gegnerische Sniper, interessant. Ja, schauen wir mal. Ja, wird schon passen, wird schon passen. Ich mit meiner Mega-Defensive, das wird schon irgendwie hinhauen. So, daher. Gleich zum Flanken ansetzen. Ich hab ihn nicht erwischt und ihr mich nicht. Super. Was? Dann mal so. Stören mal ein paar Gegner. Gegner. Okay. Ich will eigentlich vorbei, gell? Nice, help. Ah, warum verfolgt er mich? Ist der wahnsinnig? Oh, sehr eigenartig. Ja, das ist safe. Oh, er hat mich da gekillt. Okay, short. Hey, warum ist gegnerische... Habe ich nicht gerade aufgerammt, mehr oder weniger? Also, aufgerammt ist jetzt übertrieben, aber... Ein wenig was dran. Ich weiß, wo ich bin. Drei Leute wissen, wo ich bin. Das ist so kritisch. Okay, ich habe es repariert. Fast solo. Fast. Was hat die eigentlich hinter mir vor? Keine Ahnung. Ich fahre halt mal das inmitten. Einfach da ist nichts passiert.
dann creepen wir mal ein wenig herum. Schauen wir mal, ob ich ein paar Leute erwisch. Ah, geht doch. Nein, ich hab's ja Ultimate nicht gefordert. Okay. Herrschaft, gut. Wir führen, nice. Okay. Voll mal. Und Sieg. Ha. Okay. Sehr eigenartig. Am Schluss haben wir es irgendwie gelernt, wie wir die Gegner vernichten. Und F2. Haha. Okay. Die hochdefensive Variante zahlt sich aus. Wahnsinn. Hochdefensive Masteries, ich nenne es mal Masteries, Ausrüstung heißt es eigentlich, mit einem aggressiven Playstyle. Also halb aggressiv. Ha, gefällt mir. Ja, da mal so weiter. Okay, und da sind wir auch schon wieder zurück im Blauflossen-Depot Herrschaft. Okay, schauen wir mal, was geht. Sehr viel Enzep 89, so wie meine Waffen. Sehr verwunderlich. Warum eigentlich? Ist das echt so eine gute Waffe für das gerade? Was tue ich eigentlich? Das tue ich überhaupt nicht. Ich muss da kurz unterstützen. Zumindest phasenweise. Sehr. Ah, viel zu viel Zeug. Der Tintenwall, das war das Böse. Konnte er mir eigentlich zuschotten? Er hat schon viel Angriff, aber. Oder so viel. Ist das sicher, dass das eine gute Idee war? Ich bin der größte Feind vor dem Galon. Aber ich muss zu ihm hin. Das ist wirklich schwierig. Gott, was tut der? Ah, soll ich doch der Sniper unterstützt bin nur ein wenig, in der Hoffnung. Ah, Gegner flankt, aber ich kann nicht flanken, weil wir ständig geflankt werden. Was, die soll ich einfach ignorieren? Das ist nicht einmal so schlecht. Ich ignoriere einfach die flankenden Gegner und flank selber. Ja, das ist eine Strategie. Double! Okay, sweet. Und eben Gegner gesehen, passt. Gut, dann halten wir mal das Gebiet. Warten wir kurz. Ach, trifft sogar. Wo trifft er? Worth it? Ich glaube nicht. Ich hätte auf den zweiten warten müssen. Aber er hat auch gewusst, dass ich da bin. Naja. Scheiße. Warte auf mich? Nein. Ah, once! Ein Vier! Na, once! Ah, das Bitterste, was passieren kann, bei einem Punkt stehen bleiben. Na gut, für den Gegner ist es auch bitter, weil. Ja. Eins. Das heißt K.O.-Sieg oder Tod. Okay, mal ein bisschen eindämmen.
Ja, geschafft. Sehr gut. Mal alles. Richtige Firmen. Richtige Farbe heute. Da auf. Verfolgt nur einer? Na, okay. Was Ziel angehalten. Love it or not. Nice. Ist nur Safety. Okay. Ein gutes Blaufloss-Nippo. Auf das haben wir gekauft. Haha. Okay. Ah, ich freue mich schon, wenn ihr die Punktzahl seht, was ich jetzt hab. Haha. Okay. Ja, na, das passt. Wie viel Kills haben wir eigentlich? Nein, 5. Ja, das ist ein gutes Blaufloss-Nippo. Haben wir gebracht. Und damit haben wir 96 Punkte. Ihr wisst, was das heißt. Ich hab schon lange nicht mehr gesagt. Eigentlich hab ich es noch nicht gesagt. Aber, Aufstiegskampf-Hype. Okay, der nächste Kampf wird entscheiden. S plus, ja oder nein. Bleibt's dabei. Ah, ich bin schon gespannt. Okay, wie üblich, kurz vor einem Aufstiegskampf mache ich das relativ gern, dass ich ja da in der Lobby auch mal ganz kurz mit euch rede. Einfach, ja, dass ich mal ein bisschen meine Nervosität von mir rede und so weiter, weil S+, ihr wisst schon, dieser Ziel, das will man alle erreichen. Ich hab's zwar schon ein paar Mal geschafft und ja, die gute Map kommt auch noch. RNG liebt mich. Okay, es passt. Ja, das schaut gut aus. Jetzt darf ich es noch nicht vergehen. Sehr gut, ja, wird schon funktionieren. Ich werde meinen Standardplan folgen, weil, ja, der hat bis jetzt funktioniert. Also, ja, da mal das. Boah. Was tut der da rum? Ach, die Cookie. Sie lassen mich nicht meinen Standardplan verfolgen. Das ist sehr ärgerlich. Ich will nur meinen Standardplan machen. Geht denn das? Ja, what the fuck? Der trifft mich da. Spinnante. Ah, das ist nicht gut. Wahnsinn. Gegner sind. Sie wissen, was ich machen will. Ich finde das höchst ärgerlich. Die Cookie. Na! Wo sind meine Kollegen? Die haben sie nicht an der Zone aufgebaut und. Wahnsinn! Ich habe ein schlechtes Team gekriegt zu meinem Aufstiegskampf. Ha! Das gibt's ja nicht. Gut, ich spiele auch nicht auf meiner Höhe gerade im Moment. Aber. Ah, fuck. Viel zu viel. Ja, schafft. Okay, ist Anfang. Nein, nochmal. Ah, was tut der da? Ich dachte, ich bin gerade safe. Und auf einmal... Ah, gibt's ja nicht. Vier Bein. Ja, danke. Ja. Ah, das gibt's ja nicht. Ja, man killt. Und vielleicht abgeschreckt. Oh shit. Cool, nicht springen. Das ist nicht gut. Da. Ja, genau! Wie komme ich da? Ah.
Der hat eine Ohrattacke. Das so jetzt? Oder so jetzt eher möglich sein, dass er mich dreischottet? Ja, die ist wie eigentlich. Ach, schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Stirb! Ich sag mal weg. Das her. Herrschaft, okay. Ich lass das nicht kampflos. Nur, dass das klar ist. Es wird nicht kampflos vorübergehen. Reaktion. Oh, so viel Zeug. Ob nochmal. Na, was war das? Ah, scheiß mir. Na. Ah. Links. Guter Kill. Hoffe, ich klicke es auf mich. Der andere? Na, okay, gut. Und zack. Boah! Drecksohn schreckt mich! Ich auf sie. Zu aggressiv, Junge. Zu aggressiv. Fuck! Na, ah. Das war's. bitter! Wahnsinn! Unser Team hat nicht mit der Einfärberkraft vom Gegner mithalten können. Und ich hab's zu wenig da killen können und, ja. Es ist schief gegangen heute. Au weh. 4-7! War ich echt so schlecht? Na gut, alles nochmal von vorne. Heißt, für den nächsten Aufstiegskampf brauche ich jetzt 2 Kämpfe hintereinander gewinnen. Oder, ja, es dauert noch ein bisschen. Okay, ja, hilft ja nichts. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Schneiden tue, aber Apps wird schon passieren. Vielleicht muss ich es auch zweiteilen, aber schauen wir mal.